Hallo. Ich sehe ganz doll furchtbar aus. Ich bin total müde. Ich bin schon wieder viel zu früh aufgestanden und habe kaum geschlafen. Aber so viel zu meinem Problem. Grund für das heutige Video, ich wurde getaggt. Und zwar in Bezug auf die Fanart-Meme-Challenge wurde ich getaggt, dass ich die doch jetzt bitte mal tun sollte. Ich bin eigentlich nicht so ein wirklicher Freund davon, von irgendjemandem getaggt zu werden und an einer Challenge teilzunehmen, weil ich einfach viel zu faul bin und überhaupt keine Lust habe, irgendwie sowas zu machen und sowieso viel zu viel zu arbeiten habe. Also es geht da grundlegend darum, vielleicht für diejenigen, die noch nicht ganz wissen, was ein Meme oder eine Challenge ist, für die man getaggt werden kann. Man wird von irgendjemandem angesprochen, der sagt, hier ist eine Challenge, für die gibt es bestimmte Regeln und man muss die eben machen und dann taggt man eben andere Leute, die diese Challenge auch machen müssen. So was wie die Ice Bucket Challenge. Nur hier jetzt ein kleines bisschen aufwendiger. Also ich kann ja einfach mal die Regeln vorlesen. Die Regeln lauten folgendermaßen. Suche dir 25 Fandoms aus. Was ein Fandom ist, weiß hoffentlich jeder. Zeichne zu jedem Fandom ein Fanart. Erklärt sich von selbst. Das 25. Fandom ist in deine OCs. Also OC ist, die Abkürzung für Own Character. Das heißt, das letzte Fanart wird eins von Fourth Instance sein. Das Format ist 12x12 cm oder eben 7,42x7,42 inches. Für jedes Bild sind 2 Wochen Zeit. Das heißt, die Laufzeit ist insgesamt ein knappes Jahr. Ihr seht also, diese Challenge wird sehr, sehr lange dauern. Yay! Also veröffentliche die Bilder auf irgendeiner Internetplattform natürlich und erkläre zu jedem Fanart ausführlich, warum es dein Fandom ist. Wird mir mit Sicherheit sehr viel Spaß machen und ihr werdet sehr viel lernen, warum ich in gewissen Fandoms bin oder war oder gewesen bin oder wieder bin oder bin gewesen sein müssen können dürfen sollten. Ja, ich denke 3 weitere Personen, die sich dem Fanart-Meme annehmen sollen. Werde ich höchstwahrscheinlich nicht machen. Also mal gucken, wie es dann am Ende wird, ob sich ein paar Leute gefunden haben, die das auch machen würden und die sich bereitstellen würden zu taggen. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, irgendjemanden zu taggen und den dann unter Druck zu setzen. Mach das jetzt oder du bist scheiße. Muss ich das auspiepen? Nein? Okay. Dann habe ich allerdings, weil das jetzt wirklich ein sehr großes Projekt ist und ich mir gedacht habe, ich muss das auch mal machen. Also mache ich es einfach mal und dann will ich es aber auch richtig machen, habe ich mir jetzt noch ein paar Eigenregeln gesetzt. Die erste. Ich werde bei Beginn aller 2 Wochen das jeweilige Fandom, für das ich ein Fanart zeichne, vorher bekannt geben. Das werde ich höchstwahrscheinlich auf der Homepage machen. Ich werde es aber wahrscheinlich auch auf Animax machen. Und eventuell noch auf Facebook. Für alle, die auf Twitter unterwegs sind, der Hashtag ist 4ISMC. Also 4i für Fourth Instance und FMC für Fanart Meme Challenge. Zu jedem Fanart werde ich eine Paint machen und es auf YouTube hochladen. Selbstverständlich natürlich. Jedes Fanart werde ich auch auf der Homepage hochladen und auch auf sämtlichen anderen Plattformen, sei es Animax, sei es DeviantArt, sei es Tumblr, sei es Twitter, sei es Facebook. Also ihr werdet irgendwann auf jeden Fall dieses Fanart sehen, ganz egal wo ihr seid. Ich werde euch belästigen. Darf man das sagen? Ja? Okay. Und jedes Fanart kommt in ein Album. Also ich werde jedes Fanart ausdrucken und in ein Album stecken. Weil ich werde es halt im Computer kolorieren und dann kann man es nur ausdrucken. Und ist hier mal vorbereitet und so sieht das aus. Ich habe mir da ganz viel Mühe gegeben. Ich habe dann so, hier ich mir nochmal die Regeln. Und ja, das ist dann quasi das Muster dafür und da klebe ich dann das Fanart rein. Das Muster dafür gibt es im Übrigen auch auf der Homepage zum Runterladen. Wer gerne mitmachen will oder wer sich halt auch sowas ausdrucken will, kann das gerne tun. Ich werde das auf die Homepage stellen. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich sage das so gerne, weil es der einzige Satz ist, den ich kann. Ja, und dann mal schauen, ob sich vielleicht irgendjemand findet, der auch mitmachen möchte. Weil, wie gesagt, ich werde in den 2 Wochen vorher immer ankündigen, welches Fandom das nächste ist. Und vielleicht macht ja irgendjemand mit und schickt mir sein Fanart. Also wenn jemand Bock hat, zeichnet ruhig auch, dass du ein Fanart bei Ablauf der 2 Wochen und schickt dann mir einfach einen Link und ich sammle die Links dann halt irgendwie, stell's auch auf die Homepage, mal gucken, was ich da mache. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber irgendwie so. Mal schauen, ja. Ach ja, das erste Fandom wird Legend of Zelda sein. Und ich werde.
ja, ab diesem Sonntag werden die ersten 2 Wochen losgehen. Das heißt, am 25. Januar 2015 wird es das erste Fanart geben und das erste Let's Paint von Plane of Jars. Das erste Let's Paint hier auf YouTube geben. Ja, mal schauen, ob ich das durchhalte. 25 Fandoms in einem Jahr. Wir sehen uns dann wenn das erste Video online kommt. Ich werde zwischendrin mit Sicherheit auch noch ab und zu ein paar andere Let's Paints machen von, keine Ahnung. Das war soweit. Und ich finde wieder mal überhaupt keinen Abschluss. Ich kann überhaupt nicht anmoderieren. Und wir sehen uns beim ersten Video. Ciao! Ich höre vielleicht erstmal Scheiße. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, mit der Kamera zu reden. Das ist eigentlich ganz furchtbar, aber ich bemühe mich und ich kann nicht anmoderieren. Ich möchte das dumme Anfang. Und sowieso viel zu viel zu arbeiten zu haben. Das heißt jetzt, ich wurde getaggt. Ich fange mal an. Das wird heute sehr lange dauern. Also, Grund warum. Warum ist das? Weißt du, ich habe gestern Sagaza geguckt, ohne Scheiß. Ich bin eigentlich kein Freund von Sagaza, aber ich habe mir einen Vlog von ihm angeguckt und er saß wirklich 12 Minuten da, hat komplett geredet, kein einziges Mal gesagt, kein einziges Mal einen Satz angefangen mit uns. Und ich komplett durchgequatscht und ihm ist immer wieder irgendwas eingefallen und er musste auch keine Notizen gucken oder so. Weißt du, das sind Leute, die moderieren können, nicht sowas wie ich. Und da schaltet sich mein Bildschirm aus. Ein Fandom, das heißt, die insgesamt, ich bin so fucking schlecht im Moderieren. Das heißt, au! Oh, mein Kopf ist knurrig. Das war doch super!